Weißt du, wo sich Satan in deinem Leben befindet? Er versucht uns einzureden, dass er eine Autoritätsposition hat, dass er Macht hat über unser Leben, dass er irgendwie Einfluss nehmen kann. Doch die Bibel sagt etwas völlig anderes. Sie sagt, Satan ist unter unseren Füßen. Satan in deinem Leben ist unter deinen Füßen, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du wiedergeboren bist und eine neue Kreatur geworden bist. Dann ist Satan unter deinen Füßen, da lässt die Bibel gar keinen Zweifel. Jetzt hat mal jemand einen guten Tipp gegeben, um uns das bewusst zu machen. Er hat gesagt, schreib doch einfach die Bedrängnis deines Lebens. Da, wo einfach du noch nicht im Sieg lebst, wo du in Not bist, wo Schwierigkeiten dein Leben noch beherrschen, einfach einmal auf deine Schuhsohlen und dann tritt darauf. Mach dir bewusst, dieses Ding, dieses Wirken des Feindes in meinem Leben ist unter meinen Füßen. Natürlich ist das nur eine symbolische Handlung, aber sie hilft dir zu verstehen, wie die Realität aussieht. Da ist dein Problem. Da ist die Sucht, die dich dein Leben so im Griff hat. Da sind die Schulden, dass du nicht mit Geld umgehen kannst. Die Angstzustände, die Einsamkeit, die Unruhe, die Schwierigkeiten. Da ist dein Gebrechen, deine Krankheit, dein falsches Denken, deine psychischen Probleme. Das alles ist da. Die Depression ist da. Unter deinen Füßen. Und du kannst vorwärts gehen in dem, was der Herr für dich hat und darüber hinweggehen. Er möchte, dass du siegreich vorwärts gehst und über diese Dinge hinweggehst. Sie dürfen dich nicht blockieren. Der Feind versucht dir vorzugaukeln, dass das ein mächtiges Ding in deinem Leben ist. Aber die Bibel sagt, es ist unter deinen Füßen und du kannst darüber hinweggehen. Vielleicht machst du das wirklich immer ganz praktisch. Nimm dir einen dicken Edding und schreib dir auf deine Schuhsohlen, was deine größte Not ist. Und dann tritt bewusst darauf. Die Bibel sagt beispielsweise, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Interessant ist, dass es heißt, Gott wird das tun und zwar unter euren Füßen. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, die ist ganz ähnlich. Da heißt es, mit Gott werden wir mächtige Taten tun und er wird unsere Bedränger zertreten. Das, was dich bedrängt, das, was dich in deinem Leben bedrängt, was dir Not macht, es kann unter deinen Füßen zertreten werden und du gehst weiter in das, was der Herr für dich hat. Es heißt, meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße und du umgürtest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. Das sind wieder göttliche Mächte, die hier im Leben von David aufstanden. Und er hat gesagt, diese Dinge kommen unter meine Füße. Ich höre nicht auf, bis die aufgerieben sind, bis die zerschmettert sind, bis die vernichtet sind, bis ich darüber hinwegkomme. Ich lasse nicht zu, dass diese wieder göttlichen Dinge, die sich in meinem Leben da aufblasen, mich stoppen, sondern ich werde darüber hinwegkommen. Sie werden unter meine Füße kommen. Und auch Jesus selbst hat uns das genauso gesagt. Er sagt, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Wir haben die Autorität und die Macht auf das, was uns bedrängt, auf das, was der Feind in unserem Leben anrichtet, zu treten. Ich lade dich ein, dass du tatsächlich dir das bewusst machst. Die Not, die Bedrängnis, das Problem deines Lebens, es gehört unter deine Füße. Und du trittst auf und gehst vorwärts, dankst dem Herrn, dass diese Dinge eigentlich dort unter deinen Füßen sind und dass du nicht länger akzeptierst, dass sie sich blockieren und dich abhalten von dem Besten, was Gott für dich, für dein Leben hat. Ich glaube, wenn du das tatsächlich umsetzt und dir bewusst machst, dahin gehört dieses Problem. Dahin gehört diese Not und diese Bedrängnis, dass du dann erleben wirst, wie der Herr dich wirklich voranbringt und du weitergehen kannst. Ich glaube,
Gott hat viel, viel mehr für dich.